Ihr Lieben, meine Aktion mit 1000 Gratispizzen ist nun vorbei. Und ich möchte sagen, vielen herzlichen Dank an alle, die an der Weihnachtsaktion teilgenommen haben. Die Gratispizza-Aktion für Abholer war ein wahrer Erfolg. Jeder konnte anrufen, eine Gratispizza bestellen und selber abholen. Ich möchte mich bedanken bei allen Zuschauern von Mavi Genusskultur, die das Video gesehen haben. Ihr habt das Video über WhatsApp massiv geteilt und weitergeschickt. Dadurch wurde auch alte Stammkunden im Homeoffice aufmerksam. Viele Leute sind auf mich zugekommen und haben sich solidarisch gezeigt. Die haben sich zu Gratispizza noch anderen Gerichte dazu bestellt und haben beim Abholen zu mir gesagt: Ninus, du bist uns wichtig. Wir wollen, dass du hier noch jahrelang am Start bist. Vielen lieben Dank für diese sehr persönliche Rückmeldung. Mir haben welche gesagt, wir kommen nicht, weil die Pizza gratis, sondern dass du da bist. Mir sind beinahe die Tränen gekommen. Wir alle tun unser Bestes. Also vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht und teilgenommen und uns unterstützt haben. Macht bitte weiter so. Und wo ich gerade Danke sage, ich habe noch eine kleine Geschichte. Ich war am 19. Dezember in Wiesbaden und habe Pizza direkt an Obdachlosen gespendet. Diese Aktion haben wir nicht gefilmt, denn das wäre respektlos gewesen. Und ich wollte mich hier ganz dicke bedanken bei Nicole Fahrt von der Privatobdachloshilfe Wiesbaden. Vielen lieben Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Wer mich kennt, weiß, ich bin Koch aus Leidenschaft. Und wenn ich meine Arbeit anderen helfen kann, dass es ihnen besser geht, dann fühle ich mich auch besser. Um ehrlich zu sein, war das ein wirklich besonderer Moment für mich, Pizza für Pizza selbst zu verteilen, direkt an Obdachlosen. Gerade in dieser Zeiten hat es niemand leicht. Aber als ich das gesehen habe, wie wenig diese Menschen brauchen, um glücklich zu sein, da wurde mir klar, wie gut es uns zu Hause eigentlich geht. Der Lockdown macht uns schwer, aber man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Leute, gemeinsam schaffen wir das. Und daher möchte ich euch allen dazu aufrufen, die private Obdachloshilfe in Wiesbaden zu unterstützen. Gerade jetzt landen viele, viele Menschen auf der Straße. Und in der Corona-Zeit können die jede Unterstützung und jede Spende gebrauchen. So, wer helfen möchte, geht auf Facebook in die Gruppe Private Obdachloshilfe Wiesbaden. Oder ihr schreibt direkt an diese E-Mail-Adresse und fragt direkt nach, womit ihr helfen konnte. So, und zum Schluss möchte ich noch schwarzer.de danken, die unsere Aktion mit 1000 Gratispizzen gesponsert und für meine Kunden möglich gemacht haben. Das war eine wahnsinnig tolle Idee und ich bedanke mich an alle komplette Aktion bei euch. Von mir gibt es bald auch wieder Neuigkeiten. Da werde ich euch dann Vincenzo vorstellen, meine neue Mitarbeiter aus Neapel. Wir haben uns zusammen angeschaut, wo die Pizza erfunden wurde und was wir von der Originalpizza, wie sie ursprünglich zubereitet wurde, lernen können. Also, seid gespannt, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis bald.